Ja, also willkommen bei TraderKings. Lange nichts mehr gehört. Diesmal gibt es einen Review. Ich habe mir gedacht, da wir viele und oft vor der gleichen Frage stehen, welche Handschuhe sind eigentlich schön, welche passen mir, wo gibt es vielleicht positive Sachen, wo gibt es negative Sachen. Ich habe mir mal ein paar bestellt. Ich denke mal, so sind so die, die am Ende viele von uns fahren. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Bleibt dran. Bis gleich. So, jetzt haben wir auch schon das erste Paar Handschuhe. Wir fangen an mit den 100% Handschuhen. Das sind die Ride Camp. Packen wir aus. Ich habe alle Handschuhe, damit es vergleichbar wird, in der Größe L für euch bestellt, für mich bestellt. Und dann schauen wir einfach mal. Das ist der Handschuh, jetzt hier in der Farbe Blau. Genau. Was fällt mir auf am Handschuh sofort? Ich finde, tatsächlich ist die Handfläche wie so eine Art Wildlederüberzug. Das ist gut. Was ich immer nicht so klasse finde, auch wenn es immer schön gedacht ist, hier an Innenflächen bei den Ride Camps von 100%. Ja, diese Gummierung. Die Frage ist halt immer, wie lange hält die Gummierung? Meistens bei mir ein, zwei Tage Bikepark und schon wird das porös. Das finde ich nicht so gut. Ebenfalls bei den Ride Camp Handschuhen fällt auf, tatsächlich, hier ist kein Verschluss dran, also da könnt ihr so reinfahren. Allerdings, wie gesagt, kein Verschluss, wie man das von den Fox kennt, kein Klett, gut, kann natürlich auch nicht kaputt gehen. Probieren wir das mal aus, können wir das hier, machen wir mal ab. Ring machen wir natürlich auch ab. Und da fällt mir natürlich sofort auf, also sie sind sehr eng, fügen sich aber deshalb auch sehr gut in der Hand an. Ne? Also finde ich schön. Was mich ganz oft stört bei den Handschuhen ist hier vorne die Naht. Also gerade wie bei dem Handschuh, wenn das zu eng wird, das ist jetzt wie gesagt eine L. Da gibt es eine Größentabelle, googelt einfach mal Handschuhe Größentabelle. Da könnt ihr das nachlesen, was ihr euch von der Größe bestellen müsst. Also hier beim Daumen ist er fast ein bisschen groß, aber was mich jetzt zum Beispiel stört, ist oben bei den Zeigefingern, hier ist innen praktisch die Naht und die stört mich tatsächlich beim Fahren sehr oft. Aber fasst sich soweit gut an. Der Aufdruck obendrauf ebenfalls, ja, gummiert. Ja. Ist prinzipiell erstmal okay. Am Handgelenk sitzt er schön eng, auch wenn ich jetzt tatsächlich Schwierigkeiten hatte, den so ohne weiteres drüber zu ziehen. Der Ride Camp von 100%. Schauen wir uns mal den nächsten an. Gucken wir mal, wie wir da rauskommen. Schauen wir mal nach dem aktuellen Preis. Der Ride Camp Handschuh für 24,90 € aktuell im Angebot. Ja, ich habe mal versucht aus so sag ich mal 20 bis 35 Euro die Handschuhe zu bestellen. Wie gesagt, 24,90 € aktuell ist ein guter Preis. Die Frage halt immer, es ist relativ dünn trotzdem, aber es fühlt sich erstmal tatsächlich gut an. Okay, schauen wir uns den nächsten an. Den Platzangst-Handschuh. Ich zeig's euch mal. Platzangst. V-Ride Free. Das ist, wie heißt der genau? Warte, ich schau auf den Namen. Scale Clove Schwarz Größe L. Für 19,90 €. Und schon wenn ich mir den jetzt hier anschaue, wirkt der bei Weitem, wirklich bei Weitem nicht so wertig wie der von 100%. Was mir zuerst auffällt, ist hier oben die Naht. Hier haben wir also diese Naht.
Die geht bei mir sehr oft kaputt. Und auch der Stoff oben ist sehr dünn. Ja, wieder gummiert Platzangst, allerdings nur ganz, ganz dünn gummiert. Jetzt versuche ich mal reinzuschlüpfen. Auch hier wieder ohne Klett, ohne alles, einfach so rein. Und da habe ich tatsächlich jetzt beim ersten Mal reinfahren schon Angst, dass ich mir den zerreiße. Okay, passt. Der sieht auch an vielen Nähten nicht tatsächlich wirklich so gut verarbeitet aus wie der von 100%. Hier steht meine Naht über. Es ist zwar alles ja, mit vielen Löchern versehen, wahrscheinlich zur Belüftung. Oben, gerade wenn ich hier meine Hand strecke, sieht man, das ist wirklich nur wie ein Netz. Ja, fühlt sich auch wirklich nicht so gut an. Was ich hier positiv sehe, die Nähte oben, die sind ein bisschen weicher gemacht. Also das stört mich jetzt im ersten Moment nicht so sehr wie bei den 100%. Es ist prinzipiell, denke ich, auch ein guter Handschuh, ne? Also so sieht er aus. Nur hier Platzangst gummiert, aufgedruckt. Liegt nicht ganz so eng am Handgelenk wie der 100% Ride Camp. Das ist kein schlechter Handschuh. Ich könnte mir allerdings vorstellen, tatsächlich, wenn ich mir die Nähte und die Verarbeitung so anschaue, dass ihr mit dem zum Beispiel nicht so lange Fahrfreude habt wie mit dem 100%. Wäre jetzt nicht so mein Favorit. Auch der günstigste von allen dreien, aber wie gesagt, da hat mir der von 100% besser gefallen. Auch hier beim Daumen, das finde ich alles sehr klobig gemacht. Und naja, gut. Schauen wir mal weiter. Das dritte Paar im Bunde. Wohl, denke ich mal, ein Bestseller und ein absoluter Verkaufsschlager ist der Fox Ranger. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin die komplette letzte Saison mit den Fox Ranger Handschuhen gefahren. Das ist jetzt das neue Modell davon. Ich zeige es euch mal. Na, das neue Modell. Jetzt ein bisschen anders aufgedruckt, aber sonst vom Handschuh, denke ich, hat sich nicht viel verändert. Ohne Gel, ohne alles, keinerlei Einlagen. Aber wie man es halt von Fox an sich erstmal gewohnt ist, fühlt er sich natürlich sehr wertig an. Also das kann man schon tatsächlich mal so sagen, fühlt er sich sehr gut an. Probieren wir mal an, auch in der Größe L. Kann ich dann schon sagen, was mir in der letzten Saison negativ zum Fox Ranger aufgefallen ist. Ja, und das ist natürlich, gerade wenn ihr den anhabt, erstens mal das Logo schön aufgedruckt. Das finde ich, sieht gut aus. Der fühlt sich gut an. Hier habe ich allerdings auch wieder diese Nähte in den Fingerspitzen. Ich denke, ihr wisst, was ich prinzipiell meine. Ja. Ein schöner Handschuh, das hier fühlt sich sehr wertig an. Gut, die Gummierung hier, das sind so Sachen, ja, da versucht man wahrscheinlich das Rad immer wieder neu zu erfinden. Am Ende braucht jeder nur einen Handschuh. Bei den alten Ranger glaube ich tatsächlich, dass wir hier so ein bisschen Geleinsätze hatten. Das hatten wir jetzt bei dem Modell leider nicht. Aber passt natürlich sehr gut. Schmiegt sich schön an. Ich hatte auch tatsächlich in den letzten Jahren nie Probleme mit der Belüftung. Es war nie so, dass ich übelst geschwitzt habe. Und alles. Sind ebenfalls schöne Handschuhe. Was ich euch zum Fox Ranger, was meine Erfahrungen waren, ihr habt hier oben den Klettverschluss. Ja, das ist prinzipiell gut, aber ist das hier oben praktisch angenäht.
ich zeige es euch mal in der Kamera, das ist praktisch an den Teil angenäht. Und ich hatte bis jetzt bei meinem Paar das Problem, dass immer wenn ihr anzieht und ihr praktisch euch den Handschuh so reinzieht, reißen hier die Nähte. Das heißt, dieser Klettteil, dieser obere Teil, reißt euch irgendwann vom Handschuh ab. Meinem Kumpel von mir, dem ging es genauso, der würde sich deshalb die Fox nicht wieder kaufen. Ja, ich sag mal so, wenn die Handschuhe eine komplette Saison halten, die kosten jetzt, glaube ich, die Fox, ja, waren die teuersten, für knapp 30 Euro. Ja, für 30 Euro, wenn die eine Saison halten, prinzipiell, denke ich, kann man da erstmal nicht so viel verkehrt machen. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn es immer wieder an der gleichen Stelle, ne? Also hier oben dann bei der Naht, der obere Teil gibt dann meistens auf. Also bei den drei Modellen, die wir uns jetzt so angeschaut haben, ich denke prinzipiell groß verkehrt machen könnt ihr, macht ihr nichts mit keinem dieser Modelle. Ich meine, prinzipiell sucht ihr Handschuhe, das sind Handschuhe, kein Problem. Da die aber preislich alle so eng zusammenliegen, würde ich mich jetzt tatsächlich, glaube ich, für die 100% Ride Camp entscheiden. Da fand ich tatsächlich, dass es zwar vielleicht am Anfang ein bisschen schwer ist, da reinzukommen, aber von der Wertigkeit und vom Gefühl her, glaube ich, dazu sind sie noch 5 Euro günstiger als die Ranger. Gut, die 5 Euro soll es jetzt nicht ankommen. Aber vom Gefühl her, wie sie an der Hand liegen, von der Wertigkeit, haben wir die tatsächlich am besten gefallen. Also mein Kauftipp, die 100% Ride Camp Handschuhe, vielleicht nicht in blau, aber die gibt es ja 100% typisch in allen möglichen Farben und Variationen. Damit, denke ich, macht man nichts verkehrt, die fühlen sich gut an. Was ich nicht empfehlen würde, wäre tatsächlich die Platzangst. Die haben mir einfach von der Verarbeitung her nicht gefallen. Das ist mir zu einfach und das, obwohl sie auch wiederum fast im gleichen Preisbereich liegen wie die anderen Handschuhe. Also, ich hoffe, kommen wir zu einem Fazit. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen helfen. Ich entscheide mich für die Ride Camp. Ich finde die am besten von den dreien. Fox Ranger nehme ich nicht, weil wir in der letzten Saison eben gerade diese Naht komplett gerissen ist. Und die Platzangst nehme ich nicht, weil mir die Qualität einfach zu schlecht ist. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Handschuhen seid, entscheidet euch für die 100%. Dann habt ihr Spaß dran, bekommt was für euer Geld. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.